Aber was soll denn das hier? Ich kann das nicht erfassen. Ich starte jetzt das ganze scheiß Programm neu. Ich kann es nicht fassen. Du bist nicht hier. Ich habe Du dich die hast mich ganze Zeit verlassen und ich vermisst. konnte es nicht fassen. Ich habe dich vermisst, doch du hast mich vergisst. Deutsch habe ich nicht gelernt. Ich habe mich entfernt, gelernt. I Aber nie miss mehr hin. you. Achso, ja, stimmt, der hat noch viel. Ich bin in der Residenz und ich habe geschwänzt. Die Schule war nicht meins, also ging ich nicht hin. Das hört man. Keins. Das hört man aber. Resident Evil 4, ein Spiel, das wir heute nicht spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Ruin Tower Games. Eine Begrüßung, die wir nicht mehr verwenden. Oh, wo kommt die denn Leon gelingt her? es endlich, Ashley zu finden und zu befreien, aber die Erleichterung währt nur kurz, denn das Gebiet ist von einem Mob aus Dorfbewohnern umstellt. Leon muss Ashley um jeden Preis beschützen und mit ihr aus dem Dorf fliehen. Das kommt jetzt, meine Damen und Herren. Es ist ein neuer Part von Resident Evil Und 4. wir wissen ja, dass das das letzte Kapitel ist. Nee. Wir wissen, dass das das vorletzte Kapitel ist. Aber das sechste ist wohl sehr kurz, also schätze ich, dass es einfach nur ein Bosskampf oder sowas ist. Aber keine Ahnung. Wir werden sehen, wir lassen uns drauf ein, wir gucken, was passiert und wir sind. Und es lädt 35.000 Jahre, das macht mir richtig Spaß. Jetzt haben wir erst Ashley. Also, das ist echt. Hätte ich nicht gedacht. Es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat, oder? Was sollen wir tun? Siegs haben. Oh. Dein Vater vertraut mir. Und du musst ich mir dachte, auch vertrauen. Und er ist genau tun, Kennedy. Was ich sage. Oder ist er ein Bruder? Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Ich habe mein Messer. Und solange ich mein Messer habe, kann mir nichts passieren. Stimmt, ich habe dieses Parieren vergessen. Oh nein. Ich habe das ganze Spiel falsch gespielt. Das ist schlecht. Oh nein, also da gut. muss ich mich jetzt rausballern. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ja. Oh, mein Smartphone. Oh, Sigma Gamma Phi. Ist das ein Passwort? Echt jetzt? Nee, das soll einfach das cool sein. Eine satanische Formel, die man sich jetzt aufs, haben das aufs Handy klebt? Die Leiter. Ach, jetzt kann ich sowas. Ich? Okay. Okay, das sind aber merkwürdige Sexpraktiken. Ich hab doch gesagt, die werden Sex haben. Dann wechsel ich jetzt zu ihr. Ah, nee, die haut jetzt ab. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Lass uns mal kurz Leon abchecken. Ja, schon hin. Wir sollten Keine durchs Sorge, Fenster Babe. Jumpen, Babe. Ich jump immer aus Fenstern und Babe. Ich gebe Roundhouse-Kicks. Das ist Leon, oder? Von dir habe ich schon gehört. Hier ist eine Ratte. Küss. Nein. Die hat gerade geküsst. Die hat gerade geküsst. Komm. Okay, Ashley. Du musst jetzt die Zähne zusammenbeißen. Es regnet. Nee. Alter, ist das okay, tief. Der springt ihm einfach raus. Nee, oder? Es regnet. Ich kann nicht. Guck mir nicht unter den Rock. Ich kann nicht. Sie wird jetzt noch von hinten gepackt. Spoiler. Ich dachte, du weißt es aus dem Trailer oder so. Nee, aber hätte echt sein können. Oh. Das war der aber das soll ja im Original noch schlimmer gewesen sein. Ja. Dass man direkt die beiden rumgeschnackselt haben. Also. Ja, aber das ist doch auch so ein bisschen so eine Art... Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Ja, ich hab sie doch nicht Geht entführt. Positiv. Gute Arbeit, Colonel. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ah ja, immer ich der Heli am Ende. Für die Bergung. Geht dorthin. Richtig. Und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Hat jedes so geändert, oder? Ja. Schnell. Jedes einzelne Spiel. Das Wetter wird schlechter. Ende. Das Wetter wird schlechter. Wie kann es noch schlechter werden? Zum Bergungsort gehen. Bergungsort. Da ist der Bergungsort. Und ich da bin musst hier. Du hin. Wie gesagt, das ist gefährlich. Bleib dicht bei. Dieser Schrank. Du könntest dir einen Splitter holen. Herkules! Bleib dicht bei mir. Ashley? Oh wie kommt nein. das für Ashley? Enge, lose Formation. Mit RS wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie an Gegnern vorbeirennen. Oh Gott, ey. Kommandos für Ashley, Engel, was? Achso. Hä?
Achso, da unten steht einfach nur, in der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen, so kann verhindert werden, dass sie Schaden durch den Gegner nimmt. Okay. Nicht sowas von erkennen. I understood. Okay, du kannst. Ja. Komm. Ja. Okay. Entfern dich. Okay. okay, komm wieder her. Los, komm. Moment. Ich wollte dir dieses Foto zeigen. Wie findest du das? Das bist du. Ey, kennst du dich? Oh, meine Waffe. Ich liebe dich. Darf ich das Foto mitnehmen? Hallo. Das ist für einen Freund. kann ich jetzt eigentlich... Guck mal, Ashley. Hier speichere ich immer ab. Wieso kann ich den Koffer nicht wechseln? Ich habe immer sehr große Ordnung in meinem Koffer. Willst du einmal sehen? Hier, meine Eier. Fass sie einmal an. Hallo? Da sind Eier in dem Koffer. Nur weil du schon wieder... Ey, aber warum kann ich den Koffer nicht wechseln? Weil ich den schon hab. Alles gut, Leute. Ich ignoriere das einfach. Ach, das ist seine Kiste. Damit du das in jedes Resident Evil Let's Play reinschneiden kannst, sag ich das. Das habe ich sowieso schon so oft irgendwo reingeschneiden, ja. Weil wir das dauernd zitieren. Ach, das sind seine Sachen. Oh. Zurück. Grüß Gott. Messer forever. Kann ich auch nicht singen. Oh. Tja, euer kleines Schätzchen ist nicht mehr da. Es gibt nichts mehr, was ihr. Okay. Dass er das auch noch jetzt flüstert in der Situation. Ja, gut. Und wie ich einfach an den vorbeischleichen kann. Hör auf, so laut zu sein. Die Farben da drin gesehen? Das war wie unser Kirchenfenster, ne? Guck mal, ich könnte jetzt einfach komplett ohne Kampf. Es geht los, bleib hinter mir! Oh Gott! Okay. Die Leute sind doch nicht normal! Sie hat den Spruch gebracht von Castellanos! Wo ist sie eigentlich? Ja, irgendwo da hinten. Ja, aber da sind Zombies. Ja, alles gut. Aber da sind Zombies! Diese Leute haben doch einen Schaden! Mich einfach so zu entführen. Das sind irgendwie auch so Anime-Dialoge, damit ich das sage. Hast du gesehen, sie ist aus der Schusslinie gegangen? Hast du gesehen, ah, du das nicht? Parieren. Handlungsunfähige Ashley. Wenn Ashley einen Angriff ausgesetzt ist, wird sie vorübergehend handlungsunfähig. Wird sie in diesem Zustand erneut angegriffen, stirbt sie. Das meine ich. Ah, stimmt, das hast du überhaupt nicht nie, gemacht. Nie habe ich das gemacht. Im ersten Part. Ja, als ich es gelernt habe. Ja. Ja. Und da hast du dich immer beschwert, dass du mich ausweichen kannst. Ja. Ich muss mal ganz kurz, ich habe vergessen, mich vorzubereiten. Das macht gar nichts. Hui. Kann ich das spammen, ey? Eieieiei. Das kann alles nicht so gut. Was macht Ashley die ganze Zeit? Musst du die eigentlich irgendwie nicht retten? Ja, ich glaube schon, aber solange dieses Ding hier lebt. Ja. Hast du keinen Dämpfer? Oh nein, ich bin der Nächste. Danke. Danke. Ashley! Das hat noch gezählt. Ja, naja. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass wir auch mal was nicht schaffen, ne? Genau, darum habe ich das gemacht, ja, für die Spannung. Der Spannungsbogen, ne? Der Spannungsbogen. Scheiße. Gut, dass ich gespeichert habe. Genau, also jetzt leben wir wieder, weil ich hier eben an der Spreitmaschine gespeichert habe. Dass du jetzt immer mitkommst. Ich bin der Befehle hier gibt. Ich rede, ja, ich bin doch auch er. Nein. Was bin ich denn dann? Ja, ich weiß nicht. So Ashley. Okay.
okay, und warum hast du dir jetzt den Hals durchgeschnitten? Ich bin das ist doch nicht normal. Abriefer. Hätte ich vorm Speichern machen sollen. Die Erkenntnis kommt manchmal zu spät. Du versteckst dich prima. Klasse, niemand sieht dich. Der du bist Regen mit den Blättern, die Farbe des Mantels und den Blättern, man sieht sie nicht. Oh. Der ist voll spät, du warst jetzt mal schneller. Psch. Ja, sag ich doch. Wer hat mich denn überhaupt gesehen? Abrisa. Abrisa. Hilfe, sag das nicht, sonst beschwörst du irgendwas. Okay, Google, was heißt Abrisa? Wir wollen was niederreißen. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, nee. Diese Leute sind doch nicht normal. Google hat einfach Abriss daraus gehört, aus Abrisa. Aber die wollen bestimmt was abreißen. Ja, bestimmt. Reiß die Kirche ab. Danke, Ashley. Ohne dich hätten wir diesen Zombie nicht gesehen. Ich meinte, diesen Infizierten. Alter, die ist doch so... Hä? Sie wurde geklaut. Der Gegner wird versuchen, Ashley zu greifen und sie wegzutragen. Wenn es einem von ihnen gelingt, sich mit ihr zu weit von Leon zu entfernen, endet das Spiel. Stehen bleiben! Danke, Leon. Da werden sie bestimmt drauf hören. Okay. Wieder was weg! Was macht die denn da? Guck weg! Das willst du nicht sehen! Ich weiß halt, wie man mit einer Lady umgehen muss. Oh, scheiße, ey. Verletzt? Nein, alles gut. Warum liegst du da nutzlos rum? Hä? Shit! Der hat sich schon wieder einer. Warte, ich helf dir! Alter! Ah, der haut ab! Alter, alles voll. Arriva, Asshole. Lass mich runter! Setz dich. Einer weniger. Okay, Alter, das wird schwer. Ich hab die Axt für dich abgefangen, okay? Wieder. Hast du gesehen, wie oft ich getroffen habe und der ist immer noch nicht tot? Ja, Arriva, Asshole. Setz dich erstmal. Gehst du jetzt hin? Irgendwer schnackt hier noch, denke ich immer, aber das sind die einfach. Nein, nein, das ist doch auch egal. Scheiß doch auf die. Ich muss die unbedingt töten. Sag ich doch. Ich geh doch gerade weiter. Ach so, du musst da gar nicht hin, nur weil der Ashley da hingetragen hat. Okay. Ja. Aber könnte man nicht zum Beispiel jetzt Resident Evil 4 einfach so verfilmen? Hey. Alles klar bei dir? Ja, danke. Da sind Kackfilme draus gemacht. Ja. Also man könnte die Story noch sogar noch ein bisschen verbessern vielleicht. Ja. Aber das ist tatsächlich für mich doch geil. Und jetzt dieses Ende kann ich mir voll geil vorstellen. Das könnte dich interessieren. Wir sind gerade mit was anderem beschäftigt, aber mal gucken. Oh. Im Angebot, Fremder. Ja, ist das cool? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Rückzug zu kämpfen hat. Könnte dir das Leben retten? Keine Raketenwerfer. Nee, können wir uns nicht leisten. Nicht schlecht. Wäre das dann alles? Komm. Oder? Krieg ich das jetzt noch hin? Mit 40.000 hast du. Hälfte. Ach, jetzt? Hallo? Hallo. Hä? Warum? Und jetzt? Gesundheit.
Trio-Bonus. Jederzeit wie willkommen. 21.000, aber... sind's 80? Ja. Da kommt doch bestimmt noch ein Riesengegner, oder? Ich muss doch irgendwie was anderes verkaufen. Besten Dank. Hast du gerade dieses Gewehr verkauft? Oh ja. Was verkaufst du denn da alles? Kann ich definitiv was anfangen. Ich brauche Platz im Inventar und ich weiß nicht, was davon in meinem Inventar ist. Ich hätte lieber nicht gekauft, ich wusste, dass du da für alles andere verkaufen. Ja, aber ich brauche das doch nicht, benutze es doch nicht. Ja, warum eine eigentlich? Freude mit dir Geschäfte weil zu machen. Das blöde Waffen sind. Nicht schlecht. Ruhe jetzt. Ich hab ange. Der wird halt riesig sein, ne? Kann ich auch bei ihm kaufen, dass ich Raketen Munition herstellen kann? Kannst auch deinen Platz vergrößern. Dann habe ich nicht mehr genug. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Scheiße. Müsste ich echt den... Nee, ich kann doch nicht den Bolzenwerfer verkaufen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Nee. Aber die Koffererweiterung, dafür brauchen wir da auch nicht mehr für. Vielleicht beim nächsten Händler oder so. Es gibt doch keinen Händler mehr. Oder? Willkommen! Vielleicht schon. Ich weiß auch nicht, ob wir den überhaupt noch gebrauchen können, den Raketenwerfer. Aber für den Endboss. Deine Kohle! Oder dein Leben. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Kannst du nicht... was hast du denn da alles in dem Koffer? Kannst du es nicht woanders hin tun? Nee, nur Waffen kann man woanders hin tun. Das sehe ich alles nicht. Wir müssen sich um den wilden Köter kümmern. Hey, können wir eine Pause? Was? Nein, die meinen aber nicht meinen Wauwi, oder? Nicht drin. Weiß ich nicht, du hast es einfach weggekriegt. Was ist nicht drin? Weiß ich nicht. Haben wir einen flotten Spruch verpasst? Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Ja, wenn wir eins drauf hat, dann Wetter vorhersagen. Dafür habe ich meine Frau im Stuhl. Gonio! Leon, nein! Einer hässlicher als der andere. Einer hässlicher als der andere, das ist echt mega cool. Hinter mich! Entfern dich! Okay! Ja, ja. Oh, jetzt muss ich schallen. Schallen. Dadurch hast du dann auch wieder Platz. Ja, ich nehme die Eier. Wir können den Raketenwerfer nicht mitnehmen. Ich habe zu viel Eier mit. Warum hast du so viele Eier bei dir? Ich musste da was kompensieren. Und wie transportierst du diese ganzen rohen Eier? Und warum sind sie so warm? Mir gerade schlecht vor, weil das einfach eine Frau ist. Guck mal, die ist schon tot. Oh, bitte? Los, komm! Okay! Wo ist sie überhaupt? Keine Ahnung. Entfern dich! Okay! Distanzier dich, Abstand halten! Oh, da wollte ich zu viel kontern. Ich kann ja schießen! Stimmt ja!
So, da hinten läuft auch noch einer rum. Voll die Apokalypse, weil irgendwie auch keiner weiß, wo er hin muss und so. Geil. Die sind so richtig ziellos gerade. Hier könnte ich jetzt rein, ne? Eigentlich müsste ich das jetzt machen. Oh, entroten. Viagra. Viagra. Komm. Komm. Ach so, das ist der Gehorche. Mach von drüben für mich auf, okay? Oh. Aber nicht jetzt. Mach nicht jetzt auf. Ist offen. Psch, hast was gut. Ist was gut. So, das ist jetzt der Big Scheiß. Ja, und damit hast du dann noch Geld, um den Koffer zu erweitern und dir die. Hallo, haben wir ihre Sachen geklaut? Sind sie die Watercure-Königin? Oh! Ah! Oh. Zu weit eingesperrt. Ich lasse euch mal alleine. Oh Gott. Wieder Platz gemacht, ein Messer kaputt gemacht. Wieder Platz gemacht, hat mich geheilt. Ich sag dir beim nächsten Mal. So, der Endboss ist ja natürlich dieser Settler. Oder? Sabrina. Ey, wir haben immer einen anderen Namen für den Endboss. Was war nochmal mit? Genesis war das. Ja, Genesis. Phil Collins. Ja, danke. Blub! Da hat man hoffentlich gehört. Sonst denkt man, ich bin geisteskrank. Sabrina Settler ist es jetzt auf jeden Fall. Die passt doch auch zu dem Rap. Du hast mich verlassen und ich konnte es nicht fassen. Ja. Muss ich hier überhaupt hin? Mama hält nämlich deinen Rücken in meinen Schutz. Sie eigentlich noch? Wo ist sie eigentlich hin? Sabrina Settler? Ja. Was höre ich denn hier? Okay, Google, was ist aus Sabrina Settler geworden? Dann frage ich halt Siri, du Schmass. Wie komme ich da hin? Das ist ja alles versperrt. Guck mal, diese dunklen Wege heißt, ich kann da nicht lang. Ich kann hier nirgendwo durch. Muss ich hier oben irgendwie aus dem Fenster springen oder sowas? Oh. Hey, Einbrecher! Der ist richtig sauer auf mich, wenn ich ihn erschieße. Er gibt Sinn, ne? Ich bin jetzt erst mal da. Brennend ersteche ich den ein. Ah! Brennend ersteche ich den ein. Ich brauch Platz. Komm. Nein, brauche ich nicht. Okay. Ich brauch Platz. Komm. Geh weg. Komm her. Das tötet ihn nicht. Das ist schon. Ashley! Abrisa. Alles okay? Ja, nichts passiert. Drück mal die falsche Taste. Das war auch echt. Danke. Am Ende bringen wir wahrscheinlich Ashley um, weil wir uns verwandeln. Oh. Josephian. All over again. Sag mal. Kriegen Sie nicht da? Oh Gott. Oh Mann, das ist doch alles nicht wahr. Da, 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 da.
bräuchte aber meinen Shop. Aber ich speichere nicht auf. Ja, klar. Haben wir irgendwie Platz jetzt? Meinst du, da passt noch ein Inwerfer rein? Ich hoffe mal. Ich versuche so viel HP zu verlieren, wie es geht, um mich zu heilen, damit wir Platz haben. Nein. Warum? So was Grobes. Jetzt kommen ja nicht die guten Sachen. Oh, das war Leon, du hättest. Ja, genau, das hat man nämlich alles vorher nicht machen können. Oh nein. Hä? Tanzt er? Ja. Geh da mal weg, Ashley. Guck dir das nochmal genau an, oder was? Davon platzt sein Kopf, okay. Oh nein. Alter. Stirb doch endlich mal. Was ist das? Kuh, Mann. Das ist auch irgendwie halt auch echt wenig verschiedene Gegner, ne? Ja, das stimmt. Aber ich hab nur auch das so gesagt, weil der so ultra zäh ist. Ja, aber der hat auch. Das ist ein anderer Crewmann, ne? Ja, der hat keine Waffe. Und irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß, der andere war glaube ich nicht so weit. Aus dem Weg! Hä? Ich wollte fast auf sie geschossen. Ich dachte ihn. Ey, sag mal! Quatsch! Sie ist fast davor gelaufen. Oh, ist der Ziel. Aua. Ach du Scheiße. War das die Kuh? Cool. Sag doch wenigstens Bescheid! Dann bist du Wanderin. Alter! Das war's jetzt aber, ne? Geh weg. Komm. Alles klar. Komm. Oh, guck mal, die Kuh hat überlebt. Was? Die Kuh hat das alles überlebt. Yay. Du hast das gar nicht genommen. Ne? Nee, es ging irgendwie nicht. Das ist zu weit weg. Wow. Es ist unerreichbar. Du bist unerreichbar. I miss you. Jetzt bräuchte ich echt mal wieder einen Shop. Kommt da wirklich keiner mehr, ne? Oh, die Brücke. Ich hab's doch gesagt ganz am Anfang. Die bricht doch ein. Ja, ist nicht los. Hey, hier drüben! Ach, nein, ich vertrau dir nicht. Du gehörst zur Umbrella. Ach schon. Haha, ihr seid mir in die Falle gegangen. Ich bin es, Wesker mit langen Haaren. Hey, das ist sein Sohn, Wesker Junior. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön, das wäre geklärt. Hot. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Antworte ich gern, aber leider. Wusste ich schon vorher, dass da gleich jemand rauskommen wird. Wenn das so ist, hier. Muss ja ein Zeitreisender sein.
Ashley, schnell! Geh! Ja, nervt ihn jetzt das nicht. Dafür nervt er, oder was? Ja, ich glaube, er ist schlimmer. Okay, spielen wir. Leon! Hä? Hallo? Geil, wir haben Bretter. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Was? Dich mit aufwärmen? Vergiss das Dreck. Gott, dieser Typ. Ah. Ja, ja, halt die Klappe. Bob, der Meister. Das wird sie lange aufhalten, diese Bretter. Ich muss aber einmal vorher gucken, ob ich Blendgranaten herstellen kann. Oh! Toll. Toll, toll, super toll! Eine Menge konnte ich herstellen. Alle her, macht der andere denn auch irgendwas? Der ist weg. Ja. Oh, noch mehr Bretter finden. Was? Konzentrier dich, ich bin gleich tot. Cosimo. Weil er auch einen Roundhouse-Kick kann. Was höre ich hier? Was war das eben für ein Monster? Davor halten. Ich von dem Munition erhalten. Hätte man hier nicht vorher noch mal durchgehen können? Hier sind keine. Hä? Was machen Sie hier oben? Hä? Ja, dann schieß ein Geschoss auf sie. Ah. Mhm. Wir kommen da nicht mehr runter, ey. Ah! Ja, Leon, gut, dass du Zeit für coole Sprüche hast. Und ein Ei. Guck weg! Ich mach dir vielleicht mal die Bretter davor. Ja, ich wollte mal eben erst alle gleichzeitig töten. Ich brauche gar keine Munition. Das hört bestimmt nicht auf, bis du noch mehr Bretter bekommst. Ja. Wo würde ich Bretter aufbewahren? Oh. Die haben eine Leiter. Ja! Da bin ich ja. Hä? War das Zufall? Irgendwie gibt's keine Bretter. Perfekt!
Schlechtes Timing. Hilf mir hier mal. Lol. Sie springen auf mich drauf. Das ist in Ordnung. Okay, das sollte passen. Das sollte passen. Seine coole Catchphrase einfach mal unterbrochen. Scheiße. Hab auf dich gewartet, Superheld! Kann der sterben eigentlich? Mal meinen Rücken decken. Ich habe gerade 5 hintereinander für dich umgebracht. Ich habe deinen Rücken gedeckt. Da kommt ein Kuhmann rein. Ach, ich muss ja auch noch spielen, ne? Ja, also hier drin hätten wir den Raketenwerfer bis jetzt noch nicht so gut verwenden können. Also hey, jeder dicke Typ hier, der hier hinten einer was gebrauchen. Aber in einem Haus? In der engen Hütte. Aua! Alter, die schreien ja wirklich. Da holt doch wieder um diese Hütte jetzt rum. Das wird laut. Siehst du das? Der hat 3 Granaten gegessen. Leon, die geht auf mich. Danke, kümmere dich erstmal um den Typen, der vor dir steht. Das hätte ich genauso zu mir sagen. ich schaff das nicht. Oh. Abrisa. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Von wo fange ich denn jetzt wieder an? Danke für den Tipp. Okay, das schaffen wir diesmal schneller, würde ich sagen. Mit den Brettern. Nee, ich weiß nicht, ob man die so erst nach und nach bekommen echt? Hat. Nee. Oh nein. Ja, klar. Hey, hier drüben. Was? Leon! Ja? Eine Horde von denen gegen uns. Diesmal mache ich das hier als erstes zu. Nicht zu vergessen, dann habe ich Sicherung für die Treppe. Mit aufwärmen? Und ich geh weiter hoch. Ich lasse ihn erstmal machen. Ja, ja, halt die Klappe. Kann's losgehen. Danke. Ich glaube, hier musste erst irgendwas kaputt gehen. So. Damit ich die. Ich war irgendwie nur irgendwie dann da zufällig immer. Ich habe da oben nichts gemacht, was uns hilft. Aber jetzt bin ich wieder da. Danke. Woher kriegt er denn die Munition? Aua! Er hat immer sehr viel dabei. Er springt dazwischen. Sind hier jetzt Bretter? Das wäre so schön. Das dauert einfach zu lang. Aber die sind immer woanders. Oh. Was ist er denn für einer? Ein cooler Cowboy. Das erste Schuss platzt aus allen Nähten. Ja, wir kommen ja schon. Ich dich rede kann. Rede kann? Warum ist das hoch? Weil ich auch sterben kann. Tut mir leid, dass ich nicht rede kann, weil ich auch sterben kann.
Das ist ja gar nicht so ein spezielles Wort. Wir haben alle Bretter. Leon! Was? Ja. Ja. Hier braucht man gar keine Bretter. Ah. Ja, was ist denn? Wir sind hier noch mit Bauen beschäftigt. Genau, wo bist du überhaupt? 104.000 Peseten haben wir. Wir sind so reich. Das wird uns jetzt in diesem Abschnitt des Spiels bestimmt richtig viel bringen. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch mit den Raketenwerfer. Was fehlt sonst? Wo kommen die denn jetzt noch rein eigentlich? Ich irgendwie gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Schrank, den du da vorgeschoben hast, vielleicht noch kaputt gehen kann oder so. Ja, bestimmt. Versucht, die hochzuklettern. Hat er das letzte Mal auch gesagt? Ich weiß nicht. Ah, der war gut. Also hier oben kommen die jetzt auch. Ach, hier sind auch Leitern. Das habe ich gar nicht verstanden. Aber guck, die haben den Schrank kaputt. Die kommen von unten raus. Ja, da ist ja alles voll gerade. Direkt ist der Timing. Ne, der war gerade oben. Ja. Okay, so. Das sollte passen. Mehr können wir nicht machen. Er hatte ganz rote Augen. Ja. Und das ist ungesund, oder? Ja. Rote Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich, sagt man auch. Boah. Santa Claus! Helf mir doch, du Arsch! Oh nein, jetzt kommt diese Kuh. Was war das für ein Furienangriff? Hey, jetzt wird's hier nochmal richtig heavy, ey. Ist das eigentlich gerade das Finale? Aber wir waren noch gar nicht in der Burg. Doch, die Burg kommt noch. Das wird laut. Ich weiß nicht, ob die Lautstärke jetzt das Schlimme daran ist. Oder? Alter, what? Geil, der tritt hier auch. Ich hab auch den Roundhouse-Kick drauf. Überlass das mir! Den auch getroffen. Geil. Nochmal. Mann. Was? Was machst du hier? Nein. Also, ich dachte schon, das wär's. Ich dachte schon, das wär's. Oh. Ja, hast gesehen. Wir haben Matschi-Matsch gemacht. We did it. Ist doch das vorletzte Kapitel, kann gar nicht das Finale sein. Ja, aber das letzte ist dann nur noch eine Cutscene oder was? Ashley! Sie ist auch infiziert? Was passiert mit mir? Das ist ganz normal, wenn man in Stresssituationen ist. Ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Jede Frau wird, jedes Mädchen wird irgendwann zu einer Frau, in dem es Blut hustet. Plager. Okay. Ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann genau, noch es ist eher so ein Parasit als ein mit einem kleinen Virus. Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Okay. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen, die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Ja, er ist bestimmt ein Mitarbeiter, aber er will jetzt lieb sein, weil er sich besser fühlt.
Er sagt, wir sind Partner und er läuft alleine weg. Kapitel beendet. Noch ein Kapitel, das beendet heißt. Ich bin amazed. Ich bin verwirrt. Vielleicht stimmt doch alles nicht, was ich nachgelesen habe. Aber das war mal wieder ein Kapitel und das fand ich irgendwie sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Was heißt das, dass das Spiel jetzt doch noch 7 Kapitel geht? Kann eigentlich nicht sein, aber keine Ahnung. Oder die Burg war optional und wir haben es verpasst. Kannst du, warum... Tschüss! Hier sind plötzlich Kapitel 7 bis 12. Okay. Ja, aber auf der, das ging da wirklich nicht weiter. Okay, wir haben gerade erfahren, dass wir jetzt gerade die Hälfte erreicht haben. Das andere, was ich gelesen habe, war von pcgames.de. Alles falsch. Nichts mit vorletztes Kapitel. Aber das ist doch eigentlich auch gut. Jetzt haben wir nur die Hälfte erreicht. Und wir werden sehen, wie das alles weitergehen wird. Psst. Tschüss. Finde ich auch gut. Ich glaube, ich wäre sonst ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe mich schon gewundert.